Jawollo. Ja, wir sind jetzt zurück. Endlich mal unsere Base. Wir bedanken uns mal. So. Jetzt heißt es natürlich für uns sammeln, 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 meine Lieben. Und aufbauen, aufbauen, aufbauen. Jetzt geht es hier natürlich rund hier mit uns. Entschuldigung, der war natürlich jetzt nicht angemessen. Oh, schon fertig, okay. Ja, wie ihr seht, unsere Base, ne? Müssen wir diesmal klein, müssen wir halt eine kleine Base diesmal draus gestalten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig hier. Wir können ja mal gucken, wie weit wir die hier bauen können hier. Na gut, hier endet schon. Hier endet es auch schon. Du, 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 du. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ah, da kommen wir doch weit hier, das ist schon mal sehr gut. Hier kommen wir jetzt nicht weiter. Gut, anfangs brauchen wir auch nicht so eine Riesenbase dann. Hauptsache, wir können alle unsere Sachen abstellen, die wir hier halt so benötigen. Wir brauchen jetzt als allererstes mal eine Truhe dann. Wir sammeln ja hier auch noch unnötiges Zeug noch mit ein, so wie Fasern und was weiß ich alles. Dass wir das alles mal ablegen können und uns nur auf die Materialien konzentrieren können, die wir auch hier wirklich benötigen. So. Bam. Ja, gut, das ist hier. Ja, dann müssen wir halt hier die optimale Fläche halt hier finden zum Bauen. Weil. Wir müssen halt hier das Beste draus machen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier nur eine begrenzte Fläche an Platz. So. Hier und hier. Und hier passt auch noch eins hin. Super. Mega. Schon mal eine große Fläche, mit der man auch schaffen kann. Schon mal sehr gut. Eine Truhe können wir doch bestimmt auch schon bauen. Nope, fehlt uns noch Holz. Wir gehen jetzt mal wieder auf Gewicht. So, wir können auf jeden Fall hier mal bei uns hier unsere Gilde hier ändern. Ich muss nur gerade überlegen, wo das war.
Irgendwo konnte ich mal die hier ändern. Ich weiß gerade nicht mehr, wo mein Leben. Ah, hier war es, Gilde. An dem Guild, Gildennamen ändern, mach mal weg. Paar Legends. So. Eine Truhe. Machen wir erstmal hier zwei Truhen hin. Eine können wir nur hinsetzen. So, jetzt können wir nämlich hier auch endlich mal die Arbeiterpals hier reinsetzen. Tschup. So, ein Pal im Lager, wunderbar. Ja, dann wird es nämlich hier auch gebaut. So, beöffnen. Jetzt müssen wir mal sortieren und mal gucken, was wir denn jetzt hier ablegen. Die ganzen harten Sachen hier, das, was uns alles hier wahnsinnig Platz wegnimmt. Das und das. So, Truhe voll, passt. Palbox müssen wir erweitern, endlich mal. Zack. Einmal erweitern, wunderbar. Nächstes helfendes Paar hier rein. Kälte, tja, jetzt meine Lieben, müssen wir gucken. Lass mir jetzt hier mal hier ein paar Sachen hier mal verbrauchen vom Inventar hier. Gut, die sind hier alle versorgt. Passt. Jetzt müssen wir hier nach Holz mal Ausschau halten. Ah ja, stimmt ja, der. Die attackt ja da. Ah, da braucht es lang, bis man mal so ein Pal gefangen hat, Digga. Jesus. Da sieht man mal, wie sehr der Server hier laggt. Jetzt erstmal nonstop hier Holz sammeln hier. Wir brauchen einiges an Holz jetzt. Okay, das hat jetzt natürlich so keinen Sinn. Wir brauchen jetzt eine Steinaxt. Oh. Wenn wir ablegen hier wieder. Und Steine brauchen wir jetzt auch noch. Steine haben wir bloß hier unten eins gehabt hier. Ah, ne, das hier war es nicht. Stein, Stein, Stein. Oh, was ist jetzt passiert? Ich glaube, uns hat es rausgekickt. Blöd. Your connection has been lost. Traurig. Wir waren, glaube ich, auf dem Server 05. Das ist halt immer die Kacke hier, ich sag's euch. Dass man da immer rausgekickt wird. Jeder Anfang ist schwer. Wenn einmal alles läuft, dann läuft's, aber bis dahin braucht's noch Zeit, meine Lieben. Ja, wir werden wieder disconnected. Oh, was ist denn da los mit euch hier? Server 05, nochmal probieren.
Es liegt tatsächlich nicht an meinem Internet, meine Lieben. Ich habe schon nachgeschaut. Es liegt einfach am Spiel. Es ist traurig. Wenn man gerade so im Flow drin ist, stell ich mal vor, ihr seht es halt beim Bus. Wollt ihn catchen und auf einmal das. Pech gehabt. Und das ist halt einfach wirklich blöd. Sowas regt er natürlich auf. Restart Places 10, 14, 18. Ja gut, 14 war halt schon. Ah, kann natürlich auch sein, dass das jetzt hier ein Restart ist. Ja, mein Sohn, mein Lieben. Für die lange Wartezeit jetzt hier unnötigerweise. Ja, wie ich schon gedacht habe, ihr seht, es sind keine EU-Server mehr da. Die haben jetzt einen Restart gemacht. Aber besser für uns. Meistens müsst ihr ein, zwei Minuten da warten. Kürzlich besuchte Server. EU, Asia. Ja, da sind die noch. Ping 88. Ping, ich weiß gar nicht. Oh, die sind alle voll, die Server. Hier auf NA ist niemand, auf SA sind ein paar, auf China sind wenige, auf Asia. Asia sind natürlich voll gebankt, klar, logisch. EU hat es keine. Dürfen wir hier alle eine Runde warten? Oh, einer ist wieder restartet, ihr seht's, 0 Spieler sind online. Müssen wir auf unseren Server 05 warten. Oh, hier Community Server, guck mal. Hier auf den ganzen privaten Server, da arbeitet niemand mehr. Flopal, das ist hier alles, alle ausgestorbene Server hier. Können sie eigentlich auch alle mal rausmachen. Ja, unser Server 05. Jawohl, da haben wir ihn. Und wir schleichen uns mal rein. Wir probieren unser Glück. Wir probieren unser Glück, meine Lieben. Unser, I hope we have a good luck. Hm. Ah, jawohl. Warum auch immer da unten der Ladebalken jetzt neuerdings ist. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Aber der scheint wohl mit am Start zu sein hier. Wenn sie da schon so ein Hackmeck draus machen, dann sollen sie auch sorgen, dass die Server gescheit laufen. Wenn sie ihre Spiele nicht wieder verlieren wollen. Wir warten und warten und warten. Mein Lieben, nicht vergessen, wir warten. Tja, so ist das. Ja, jetzt ist natürlich kalt, so über Waffenbruch. Da waren wir hier vorhin eigentlich auch nicht stehen geblieben. Ablegen, ablegen, ablegen. So, weiter geht's. Wir waren eigentlich auf der Suche nach Steine. Tja, super, Steine sind ganz da hinten. Hier ist auch niemand. Ich sehe niemanden da im Lager rumgammeln. So, dann gönnen wir uns mal ein paar Steine. Wir haben ja ein freies Inventar jetzt. Ausdauer reicht nicht aus.
Na, ja, jetzt natürlich Waffenbruch. Wie hätte es auch anders sein können? Oh, was ist das? Das hätte ja aber nicht nichts verloren da. Ah. Ein Spieler. So, einmal hier wieder alles ablegen. Ja, für Erz haben wir jetzt hier leider nichts. Ja, dann bauen wir uns jetzt hier mal, was wir jetzt brauchen, und zwar eine Reparaturwerkbank. Wir bauen wie immer erstmal alles provisorisch dahin, dass wir erstmal unsere Ruhe haben. Ja, jetzt kriegen wir Hilfe, jetzt geht's auch schneller. Zack, 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 zack. Jawohl, endlich mal alles reparieren hier. Zack. Sehr schön. Da will ich jetzt nicht hin, sag mal. Wir brauchen jetzt erstmal viel, viel an Holz. Unser zurückgesetzt. Okay, okay, okay. Hier leckt es wirklich noch ein bisschen. Kurz ein bisschen warten und weiter geht's. Ja, wir brauchen leider ziemlich viel Holz. Ihr seht hier unseren Einflussbereich. Wir haben uns jetzt halt hier einfach mal mitten in den Weg hier reingepflanzt. I'm so sorry. Was macht denn das Lamm? Ah, das Lamm, weil das hilft uns. Ist auch mal süß. Nee, wir sind ja noch gar nicht voll, wir haben ja noch nicht voll. Level 7, meine Lieben, Level 7 up, Subi. Ja. So. Können wir wieder ablegen, ablegen. Das hier können wir hier nicht ablegen. Reparieren. Dann bauen wir noch hier eine primitive Werkbank. Bauen wir jetzt hier auch nochmal. Just von einmal mal provisorisch dahin. Statuspunkte, meine Lieben. Ich gehe doch mal auf die Ausdauer mit einem. Und Technologiepunkte haben wir bestimmt jetzt hier auch. Oh, einiges. Genau das, was ich haben wollte, ist jetzt da. Wir brauchen das hier. Und Holzlager, Steinbruch brauchen wir. Statue der Kraft brauchen wir. Ne, brauchen wir nicht. Schild vielleicht noch. Und das hier. Der Rest passt. So, Subi. Oh, da können wir herstellen, schon mal super. Dann lass mal kurz herstellen. So, ich glaube, das haben sie jetzt hier fertig. Wunderbar. Jetzt haben wir endlich auch eine Stoffleitung, es tut mir nicht mehr frieren. Ein Schildchen nehmen wir natürlich auch noch kurz mit. Brauchen wir natürlich auch noch. Hauptsache, hast du mich auf die Seite geschubst gerade eben? So.
Ja, wir müssen uns natürlich erstmal für die wilde Welt da draußen ausstatten, jetzt hier ein bisschen. So. Na, ich habe das gerade erhalten, wunderbar. Eieiei. Wir hatten hier wieder überrumpelt hier. Okay. So, B. Dann wollen wir hier mal weiter loslegen. Okay, es leckt etwas gerade hier. Mein Baum ist auch schon weg. Puh. Hier sind noch Sachen. Du. Ich nehme hier alle mit. Ja, wir brauchen eine Menge Holz, meine Lieben. Warum? So. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir denn jetzt hier noch so schönes hinbauen können. Ich weiß, meine Lieben, es laggt. Wir haben ja Probleme hier. Okay. Hier können wir jetzt auch nichts mehr hinbauen. Hier ist jetzt Ruhe. Außer wir können theoretisch jetzt hier ein Holzdach hinbauen, aber es geht natürlich auch nur begrenzt hier. Da können wir aber nichts draufstellen mit Holzwände. Ah, doch. So, B, passt. Ich denke mal, die Hütte hier, oder also dieser Platz hier, der langt eigentlich auch vollkommen so. Okay, hier geht es dann auch wieder zickzack voran, das ist blöd. Ich will den hier wegmachen. Ne, und nochmals. Ne, okay, passt. Ich würde sagen, die Fläche passt, meine Lieben, wir können hier loslegen. Machen wir das hier weg. Machen wir es hier ein bisschen schöner jetzt hier für uns, hä? Mal lieben wir. Na. Das habe ich nämlich gemeint, das hier. Immer mit dem Server, der hier hängt, da kriegt man nichts hier auf die Reihe hier mit dem Gebauten hier. So, so. So, so. So. Hier machen wir nochmal ein Türchen rein. Ja, guck mal, wo sie die Tür hinbaut. Also machen wir einmal hier noch ein Fensterchen, hier noch ein Fensterchen. Ah, außerhalb des Lagers dann wahrscheinlich gerne. Nee, passt noch, super. Holzwand. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Zack, dann machen wir hier nochmal ein paar Fensterchen mit rein. Machen wir einfach eine Fensterseite rein, ist auch schön. Sind wir ein bisschen eingekastelt? Ich überlege gerade, ob wir hier eine Treppe runterbauen. Hier, RIP. Ja, die Treppe, dass die hier unten hier jetzt hier nicht hinpasst, ist mir klar. Ich brauche jetzt erstmal ein Holzfundament hier. So. Ich habe hier gerade eins hingebaut. Achso. Ja, das ist hier auch mal so rumspacken. Ah, warte mal, hier unten kann man auch noch mal eins hinbauen. Sehr schön. Tja, das hier langt wohl hier nicht ganz, hä?
Wenn wir wieder wegmachen hier. Machen wir vielleicht hier ein Holzdach hin. So, dann steigen wir nämlich hier runter. Ah, warte mal, ein Holzdach. Überlege gerade. Können wir doch theoretisch auch hier unten eine Treppe hin basteln. Müssen wir das hier noch ein bisschen höher hier gestalten. Als Fundament. Weg. So. Nicht ganz. So, jetzt aber. Ja, das ist hier ein bisschen bloß verrutschelt. Aber die Höhe war in Ordnung. So. Passt. Jawohl, meine Lieben. Bauen wir hier ein Dings hin. Bauen hier und hier zu. Ja, das Ganze nimmt langsam mehr an Gestalt an. Ich gucke gerade, ob wir jetzt hier aufzumachen können. Ja, das ist unser Area. Schön groß, passt. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch hier für uns hier richtig fett schön gestalten hier. So. Deswegen haben wir hier nämlich viel Holz gebraucht. Ich habe euch ja vorgewarnt. Dass wir hier viel Holz brauchen. So, 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 Wunderbärchen. So, Dille. Wir bauen dann natürlich nochmal eine Lage nach oben. So, sehr schick. Ne? So, passt. Mm-mm-mm. 85, das kann aber nicht sein, dass es hier konstant bei 85 hier bleibt, hier. Da stimmt ja hier auch was nicht. Ja, jetzt haben wir hier nämlich wahrscheinlich kein Holz mehr. Ja, da hängt das System jetzt wieder. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Holz sammeln gehen. Die Tür geht auch nicht auf, okay, doch, die Tür geht auf. So, genau, wunderbar, meine Lieben. Und wir machen gleich beim nächsten Mal weiter.